Wie die meisten von euch bestimmt auch aus meinen älteren Videos wissen, habe ich eine längere Zeit mit meinem Bullet Journal hier geplant. Jedoch habe ich im Sommer mein Planungssystem geändert und es war wirklich life-changing und hat mein Leben, was das Plan angeht und meine Organisation angeht, zumindest sehr krass verbessert. Und heute möchte ich mal euch erklären, warum ich kein Bullet Journal mehr benutze und was für mich persönlich viel besser ist. Vorab möchte ich noch sagen, dass das Ganze kein Hate-Video ist gegen Bullet Journaling und so weiter. Und ich gehe auch voll auf das Bullet Journal als Kalender ein, also als Planungsmethode ein. Aber ich möchte gar nicht die Kunst drumherum irgendwie schlecht machen oder so. Also das ist wie gesagt kein Hate-Video. Aber ich kann mir vorstellen, dass eventuell mein neues Planungssystem für euch auch besser passen könnte. Und das Ganze miteinander vergleichen, um euch einfach die Möglichkeit zu geben, mal was Neues nachzudenken. Wie schon gesagt, war mein Bullet Journal für mich eher ein Kalender. Und ich mochte auch sehr den persönlichen Touch da drin, dass ich alles so gestalten konnte, wie ich es mochte. Aber es war einfach total chaotisch. Das heißt, ich musste viel durchstreichen, wegtippexen. Und ich hatte auch nicht immer diesen schnellen Zugriff auf meinen Kalender. Dadurch, dass ich mein Bullet Journal einfach nicht immer überall sofort dabei hatte. Also ich mochte mein Bullet Journal wirklich sehr und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das immer zu designen. Aber wie gesagt, gab es für mich einige Nachteile, die für mich schon, ja, ziemlich stark waren. Und aufgrund dessen habe ich mir einige YouTube-Videos angeguckt und habe so geguckt, wie andere Leute planen und was ich vielleicht in meiner Methode und meinem System noch verbessern könnte. Und dann habe ich Videos gesehen, in denen Leute digital geplant haben. Das heißt, auf dem Laptop geplant haben, auf dem Handy geplant haben und so weiter. Und ich dachte mir, dass es für mich persönlich gar nicht passt, da ich ja noch zur Schule gehe und wir dürfen in unserer Schule gar kein digitales Gerät irgendwie benutzen. Also wir dürfen auch nicht mal unser Handy generell auf dem Gelände benutzen. Und deswegen war ich sehr, sehr skeptisch, da ich dann an der Schule einfach keinen Zugriff auf meinen Kalender habe, da ich, wie gesagt, mein Handy nicht mal benutzen darf. Und deswegen habe ich in der Schule dann keinen Zugriff auf meine ganzen Daten und meinen ganzen Planer. Und deswegen war ich am Anfang eher noch ablehnend, aber dann kam die Veränderung. Aber dann habe ich das digitale Plan mal in den Sommerferien angefangen, probiert, wie das Ganze ist. Und ich habe mir selbst einen Arbeitsplatz eingerichtet auf Notion. Das Video ist nicht gesponsert von Notion, also ich kriege dafür kein Geld, das zu sagen. Aber ich liebe Notion einfach sehr. Sehr und finde es eine sehr, sehr gute Webseite. Das ist ein All-in-One-Workspace. Das heißt, du kannst da wirklich alles machen. Und jetzt komme ich mal ganz kurz zu den Vorteilen, die ich beim digitalen Plan jetzt festgestellt habe und weswegen ich das digitale Plan lieber mache als das normale Bullet Journaling. Der erste Punkt ist, dass ich das Ganze synchronisiert auf allen meinen Geräten. Das heißt, ich plane vor allem auf meinem Laptop oder auch auf meinem Handy. Und wenn ich eine To-Do-Liste auf meinem Handy schreibe, ist sie auch sofort auf meinem Laptop drauf. Und wenn ich auf meinem Laptop etwas plane, synchronisiert es sofort auf mein Handy. Das heißt, ich habe von allen meinen Geräten Zugriff auf meine ganzen Daten, auf meinen ganzen Planer, Kalender, To-Do-Listen, auf alles eigentlich. Und dadurch habe ich auch einfach diesen schnellen Zugriff auf meine Daten, da ich mein Handy eigentlich immer dabei habe. Oder zumindest die meiste Zeit bei mir irgendwie habe und deswegen immer sofort auf alle Sachen Zugriff habe und das auch ziemlich schnell. Der zweite Punkt, der für mich auch ziemlich wichtig ist, ist, dass ich so viel ändern und rumschieben kann, ohne dass es unordentlich wird. Mein Kalender sah die meiste Zeit wirklich so aus, also echt unordentlich und unstrukturiert und man kann das Ganze nur lesen, wenn man wirklich genau hinguckt. Und ich habe dann auch immer noch alle Sachen gehighlightet und markiert irgendwie und dann durchgestrichen und nochmal neu geschrieben. Und wenn ich eine Sache am Montag nicht geschafft habe, muss ich durchstreichen, am Dienstag hinschreiben. Da nochmal durchstreichen und es war alles immer sehr unordentlich und chaotisch hier drin, wie man es vielleicht schon ein bisschen erkennen kann, hier auf die nächsten Seiten wieder komplett. Und beim digitalen Plan kann ich jetzt alles so rumschieben, ändern, durchstreichen, löschen, wie ich möchte. Was mich auch sehr gestört hat, ist, dass ich immer nur die Übersicht für die nächsten Monate hatte. Also ich hatte meistens den jetzigen Monat und dann noch den nächsten Monat irgendwie da aufgezeichnet. Das heißt, ich konnte immer nur Sachen planen, die ich für den nächsten Monat oder für diesen Monat geplant hatte und ja, da einschreiben konnte. Ich hatte zwar noch hinten eine Seite für 2021, wo ich dann die Monate ganz flüchtig mal aufgeschrieben habe, damit ich mir für das nächste Jahr schon mal Notizen machen kann, falls ich da irgendwas Besonderes plane. Aber trotzdem hat mir das auch nicht so gut gefallen und ja, ich hatte nicht so viel Freiheit beim Planen einfach. Aber jetzt beim digitalen Plan kann ich auch schon Sachen eintragen, die noch weit in der Zukunft liegen. Da ich dann einfach bei den Daten gar keine bestimmte Beschränkung habe und einfach rein theoretisch auch 10 Jahre vorausplanen könnte. Wir haben von unserer Schule beispielsweise so einen Zettel bekommen mit allen Terminen für das jeweilige Schuljahr. Und ich fand es immer so ein bisschen schwierig, Übersicht über die ganzen Termine zu behalten, da ich das nicht einfach so in meinen Kalender eintragen konnte, da ich logischerweise nicht die ganzen Monate oder das ganze Jahr aufgeschrieben hatte. Aber jetzt am Anfang dieses Schuljahres habe ich mich hingesetzt und habe alle Termine in meinen digitalen Kalender eingetragen. Und so werde ich diese Termine noch nicht vergessen, da ich sie sofort eingetragen habe, auch wenn sie noch 6 Monate in der Zukunft liegen. Und das ist aber eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde und auch nicht mehr vermissen möchte. Mir ist zum Glück noch nicht passiert, aber man kann ein Bullet Journal tatsächlich auch verlieren. Wer hätte
hättest gedacht. Und theoretisch könnte ich auch mein Handy, mein Laptop und mein Computer und alles irgendwie verlieren, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und selbst dann hätte ich noch Zugriff auf mein Notion-Konto, also ich glaube, so schlimm wäre das wahrscheinlich. Okay, das wäre schon schlimm, aber ihr wisst, was ich meine, nicht in Bezug auf das Planungssystem. Auf jeden Fall kann ich mein Planungssystem deswegen nicht verlieren und das heißt, dass ich meine ganzen Daten da auch safe habe. Natürlich gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten, dass meine Daten auch da verloren gehen. Sei es jetzt irgendwie ein Hackerangriff oder Notion stürzt ab oder weiß ich nicht. Es kann immer irgendwie passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, meinen Bullet Journal zu verlieren, ist einfach viel höher als ja, mein Planungssystem digital zu verlieren oder zu verlieren eigentlich. Der fünfte Punkt ist jetzt ein bisschen persönlicher und ein bisschen wahrscheinlich nur auf mich bezogen, aber ich persönlich kann nicht so schön schreiben und so schön malen, so schön zeichnen und deswegen war es für mich immer eine große Herausforderung und deswegen auch frustrierend, wenn ich irgendwas zeichnen wollte, was im Nachhinein schön aussehen sollte und was ich wirklich auch das ganze Jahr noch benutzen wollte und es dann total hässlich aussah. Und jetzt mit dem digitalen Plan kann ich alles so schön gestalten, wie ich es möchte und da ist keine Handfertigkeit gefragt, weil an sich bin ich ein kreativer Mensch, aber ich kann das Ganze nicht so gut auf Papier bringen. Ja, vielleicht könnt ihr es schon sehen, ich kann nicht schön schreiben, auch nicht schön zeichnen. Aber naja, mein Bullet Journal ist aber trotzdem noch nicht voll, da ich ja dann irgendwann abgebrochen habe, mitten im Jahr. Und ich möchte da auf jeden Fall noch weiter in irgendwelche Sachen reinschreiben. Was ich genau da noch reinschreibe, weiß ich noch nicht. Aber ich finde ein Bullet Journal an sich nicht schlecht. Aber für mich persönlich funktioniert einfach dieser Kalender im Bullet Journal, beziehungsweise die ganze Organisation im Bullet Journal einfach nicht so gut. Und deswegen mache ich das viel lieber digital und benutze das lieber, um irgendwas Kreatives zu machen und kleine Einträge zu schreiben. Schreib jetzt mal gerne in die Kommentare, wie du am liebsten planst, falls du überhaupt planst. Vielen lieben Dank fürs Zugucken dieses Videos. Freut mich sehr, dass du heute da warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann am Sonntag wiedersehen. Ich lade nämlich jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video hoch hier auf meinem Kanal. Also liebe Grüße von mir und dann bis Sonntag. Tschüss.